Ja, hi Freunde, hier ist euer Wolf. Ich grüße euch ganz herzlich. Leute, sorry, ich weiß, es kommt schon länger nichts. Aber ihr wisst ja selber, oder ich habe es dir schon ein paar Mal gesagt, es hat hier ein bisschen was zu tun mit dem ganzen Umbau. Hier sieht es auch sehr, sehr wüst aus. Ihr seht auch, ich habe kein Chroma Key mehr. Ich wollte jetzt die Wände dafür streichen. Hat auch ganz gut funktioniert, aber jetzt habe ich mir einen neuen Schreibtisch gekauft und jetzt ist wieder alles hinfällig. Ich kann es euch vielleicht mal kurz zeigen, wie wild das hier denn überhaupt aussieht. Also, hier, also es sind überall noch Kabel und es ist nichts, also nichts wirklich fertig, also wirklich eine Katastrophe im Moment. Ihr seht auch hinter mir ist noch die alte Tischplatte von meinem alten, Schreibtisch. Ich habe ja so gesehen jetzt den gleichen, bloß in einer anderen Farbe und der eben ein bisschen übers Eck geht. Okay, Freunde, ist auch ungewöhnlich, weil ich spiele diesmal auf diesem Monitor und nicht auf diesen und habe die Facecam auf diesen und ist ja egal. Okay, Freunde, wir wollten das letzte Mal ein bisschen vorbereiten und zwar unsere Shark Ding oder unsere Ichisauria Ding hier. Ach scheiße, wir haben keine. Was brauchen wir denn, um es zu reparieren? Wir bräuchten erstmal. Ah, wir haben Hunger! Wir haben Hunger! Wir nagen am Hungertod! Scheiße, wir haben lauter Fleisch einstecken, aber nichts, was uns gerade weiterhilft. Baum, wo ist ein Baum? Hier ist ein Baum. Okay, wenigstens hier kurz was zu essen, was zu Futter machen. Und dann vielleicht ein paar Mojo, nee, nicht Mojo-Bärchen, wie heißt der denn? Narko-Bärchen. Ich könnte mir eigentlich ja auch schon eine Wumme herstellen, ne? Vielleicht gibt es ja was äußerst Effektives. Feuer, ah, das brennt sogar noch. Inventar öffnen, wir legen hier mal rein ein bisschen Fleisch, hier haben wir sogar noch Benzin drinnen. Ah, wir können hier kein Fleisch reinlegen. Warum können wir hier kein Fleisch eigentlich reinlegen? Ach, weil es ein Schmelzofen ist. Okay. Das beantwortet dann so gesehen meine Frage. Wir gehen mal hier. Bisschen Holz. Ja, alles paletti, Kollege. Ey, was brauchen wir denn noch für unser leibliches Wohl? Wasser sieht gut aus. Gepäck sieht gut aus. Leben, Ausdauer sieht alles eigentlich tutti aus. Hier rüber. Komm schon, wir brauchen Fleisch. Ah, voilà. Okay, gehen wir mal essen, dann hat er wenigstens. Dann verschont uns mit hier seinen ganzen komischen Geräuschen. Es gibt ja auch dieses Wochenende ein neues Primitiv Plus oder Primitiv Plus oder wie auch immer das. Wie auch immer das heißt. Das gibt's ja kostenlos. Ich weiß allerdings nicht, ob sich das jetzt lohnt. Ich habe mir schon überlegt, es zu kaufen. Aber wie gesagt, im Moment läuft hier der Channel absolut auf Notstand. Denn ich bin noch hier total in den Vorbereitungsarbeiten für den Restart, aber ich muss euch natürlich auch ein bisschen was bieten, deswegen muss ich jetzt hier, oder will ich jetzt hier ein bisschen Ark spielen. Wir bräuchten Mojo-Bärchen, nicht Mojo, Narco-Berries. Wobei, Freunde, jetzt schaue ich tatsächlich mal, ob wir nicht irgendwie so eine krasse Wumme vielleicht herstellen können. Irgendein krasses Maschinengewehr oder so, gibt es das irgendwie sowas? Ja, das sieht schon mal gut aus. Ein Schwert. Hier eine Flinte. Gewehrmunition. Nachwuchsdünger. Okay, okay. Was hätten wir denn noch hier? Wasser mit Metallwasserspeicher. Brauchen wir aber auch nicht unbedingt. Es gibt keine ordentliche Wumme hier. Ein Taschenlampenaufsatz. Ja, ich bild mir ein, hier gab es doch mal ein Maschinengewehr oder gibt es sie erst später? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Wollen wir es mal lernen? Ah, da brauchen wir jetzt die Leuchtpistole. Wo ist denn die? Leuchtpistole. Voilà. Und wie hieß jetzt dieses Gewehr? Scheiße. Lass mich kurz suchen. Da sind wir schon wieder viel zu weit. Flinte hieß es doch. Das war die Flinte. Ich sehe es. GPS! Oh mein Gott, wir können Was brauchen wir dafür? Ein Kompass? Wir haben nicht mal einen Kompass? Hier ist die Flinte. Gewehrmunition. Jetzt brauchen wir noch den Kompass. Hier ist er. Ah, das sollte aber für alles sogar ziemlich gut reichen. Ups. Und dann gehen wir uns hier unten. Das GPS. Dann wissen wir wenigstens schon mal, in welche Richtung das diese Wasserblase ist. Also ich glaube, wir haben schon 4 oder 5 Folgen alleine nur dazu oder fertig gebracht.
nur um in die Wasserblase zu kommen. Wir haben es immer noch nicht geschafft. Okay, es wird auch Nacht. Jetzt können wir vielleicht mal kurz schauen, was braucht man denn, um diese Flinte zu bauen. Dann haben wir hier schon mal 7 Fleisch, das ist schon mal in Ordnung. Können wir vielleicht noch kurz was reinlegen? Vielleicht ein bisschen Kohle raus und noch ein Stack rein. Dann sollte es doch eigentlich relativ tutti sein. Hier, Navigationsstrukturen, Waffen. Nahkampf, Schuss. Hier ist die Flinte, hier braucht man Metall. 95 Metallbahn, holy shit. Was war das? Irgendein Feuer ist hier gerade ausgegangen. Ach, das ist die Fackel hier hinten, glaube ich. Okay, wir bräuchten 95. Nee, Blödsinn, da wollen wir nicht hin. Wir brauchen erstmal Eisen oder Metall. Jetzt weiß ich bloß nicht, wo das war. Ich weiß, dass wir eine ganze Menge hatten, wenn wir es nicht verloren haben, zufälligerweise. Hier. Kristall, nein. Nein. Nope. Komm schon. Leute, ich habe doch so viel Metall gefarmt. Wo ist denn das alles hin? Das habe ich für die Metallwände ausgegeben, glaube ich. Scheiße. Ey, können wir uns wenigstens eine Spitzhacke machen? Waffen, Nahkampfschuss, Munition entfernen. Nee, das wollen wir nicht. Wo konnte ich mir den jetzt nochmal... Nahkampfschuss, Munition entfernt. Können wir nochmal zurück? Rüstung? Nee. Wo war denn jetzt nochmal diese blöde Steinhacke? Diese Metallhacke? Ah, hier ist sie doch. Die gehen wir mal herstellen. Okay, jetzt war ich ein bisschen perplex. Jetzt habe ich gedacht, die ist schon im Inventar drin, beziehungsweise die liegt hier drin rum. Aber nee, das tut sie leider nicht. Aber das ist nicht so schlimm. Da stellen wir erstmal eine her. Nee, da wollen wir nicht hin. Jetzt wollen wir die erstmal hier kurz ausrüsten, ne? Jawolla! Okay, Freunde, wir ruhen. Haben wir eine Fackel dabei? Können wir eine machen auf die Schnelle? Was brauchen wir dafür? Ey, Kollege, mach mal hier halblang. Nee, wir brauchen eine Fackel, eine Fackel, eine Fackel. Herstellbar eine Fackel. Holz, Feuerstein und Stein. Das sollten wir auf die Stelle hinbekommen. Holz, Feuerstein, Stein. Stein. Ach komm, warum sind die Bäume bei uns alle so weit weg? Hier ist ein Holz. Das können wir nehmen. Das sollte reichen. Und ein Feuerstein. Halt. Mit der Spitzhacke. Und das sollte reichen. So, dann bauen wir jetzt erstmal hier eine Fackel. Wir gehen uns jetzt erstmal ein bisschen... Als hätte ich vielleicht gleich mal schauen. Ich will noch mal kurz schauen, was brauchen wir denn für die Munition? Ich denke mal, oder ich gehe mal schwer davon aus. Schießpulver. Und höchstwahrscheinlich Metallmunition. Metallbahn. Und Schießpulver. Okay, das habe ich mir schon fast gedacht. Hier hinten müssen wir hin. Unser Hai ist wahrscheinlich immer noch dead. Nein! Oh, ist vielleicht hier noch was drin? Das habe ich ja ganz vergessen. Nee, das ist alles leer. Scheiße. Wo ist das Heck vor dem Ding? Jetzt kann ich ja wieder nicht rudern. Fahren. Sehr schön. Okay, wir haben keinen Kevlar. Das sollten wir vielleicht als nächstes machen. Aber jetzt will ich erstmal hier ein bisschen Metall holen. Ah, ich hoffe, ich weiß, wie ich hier hinten noch hochkomme. Ja, und wie kann man jetzt umschauen? K? K, sehr schön. Habe ja schon eine ganze Menge Tipps von euch bekommen. Fand ich eigentlich ziemlich nice. Okay, uns ist kalt. Wir sollten uns den wärmeren Platz suchen. Was haben wir hier? Wahrscheinlich wieder Megalodon. Okay, und hier sollten wir eigentlich mehr als genug Eisen drin haben. Und Kristall. Für was man die Perlen braucht, das weiß ich jetzt noch gar nicht. Aber ich glaube, die müssen wir auch irgendwie mit Mörser zertrümmern. Kann das sein? Ich weiß nicht. Oh, ein Hausboot. Freunde, so viel wollte ich noch machen. Hausboot wäre so mega geil. Ich will so einen riesengroßen Geschützturm. Und es gibt diese Pflanzen, die man hier auf das Haus stellen kann. Um zum Beispiel vor anderen Dinos oder so ein bisschen safe zu sein.
Ich weiß es bloß nicht mehr. Die gibt es nur im Sumpf, glaube ich, soweit wie ich weiß. Und sind oder sollen relativ schwer zu finden sein. Die Wasserblase müssen wir noch finden. Also auf jeden Fall noch eine ganze Menge zu tun. Ich schau mal hier, wo kamen wir denn hier hoch? Wir fahren einfach mal hier rein. Und dann gehen wir auf die Schnelle ein bisschen Eisen farmen. Ey! Oh oh! Das war nicht gut. Irgendwo linke Seite. Moment, ich mache jetzt hier mal die Funzel an. Hier kommen wir nicht rein. Hier auch nicht. Scheiße, wo war denn das? Ich habe das doch schon ewig... Ah, hier ist es. Hier ist es, Freunde. Haben wir noch Metall hier? Ja, sehr schön. Dann gehen wir erstmal ein bisschen Metall loot, ne? Wie viel brauchen wir nochmal? 95 Metall, glaube ich, für die Wumme. Und wir brauchen aber noch eine ganze Menge Metall für die Patronen. Ich will dann gleich mal probieren. Ich weiß nicht, ob die effektiv genug ist, aber vielleicht so ein Track wegzurecken. Wenigstens mal probieren. Wir schmeißen hier mal kurz Fleisch weg. Das hätten wir vielleicht vorher schon machen sollen. Und das Holz auch. Die Steine, die Kohle. Das brauchen wir auch nicht. Und das auch nicht. Und das auch nicht. Das auch nicht. So, wie viel Platz haben wir noch? Ja, ein bisschen sollte noch gehen. Oh, ein Hoch auf der Moliblikado, Freunde. War hier noch ein... ist das auch Metall? Nee, das ist Obsidian. Scheiße, das wollen wir nicht. Das soll Metall sein. Neues Update, neues Inventar, neues Level Up zur Verfügung. Ich weiß halt jetzt nicht, wie effektiv das die Kanone ist. Das kann ja sein, dass wir damit hier vielleicht relativ schnell einen Trackdown bekommen. Ist unser Inventar schon wieder so voll, dass wir nicht mehr laufen können? Ja, selbstverständlich. Das habe ich gar... Gehen wir mal auf Gewicht. Sehr schön. Dann schmeißen wir jetzt wieder... Ey, warum haben wir die nicht fallen lassen, oder? Warum haben wir denn... Kristall... Das brauchen wir jetzt auch nicht. Die Steine brauchen wir auch nicht. Können wir wieder laufen? Oh, sehr langsam. Sehr träge. Wenn wir jetzt noch einen Happen essen. Wird in unser Koffer ein bisschen leichter, dass wir wenigstens ein bisschen rennen können. Und nochmal eines essen, ne? Komm schon, hau rein, Buddy! Ach, wir hauen uns alles rein. Ja, okay, aber viel schneller läuft es trotzdem nicht. Können wir noch irgendwas auf die Schnelle wegwerfen? Das nervt mich hier. Wir werfen den Feuerstein hier weg. Und wir werfen weg... Ja, die Perlen, die werden jetzt nicht so krass ins Gewicht fallen. Komm schon, Moped, komm schon. Es gibt's doch nicht. Jetzt auf den ganzen Weg hier... Wobei, wie viel haben wir denn dabei? Wir haben 200... 260 ungefähr. Soll das reichen für eine Trike vielleicht? Wenigstens mal, um es zu testen, ne? Wobei, wir wollten auch noch die Metallplattform machen. Also die... die Metall... Wie heißt denn? Foundation. Es tut mir leid, aber Freunde! Ich muss mein Metall safen. Ich glaube, wir fahren sowieso gleich zurück. Wir müssen sie auch einschmelzen auch noch und es dauert ja auch noch einen Happen. Und vielleicht können wir ja dann doch einen Megalodon tamen, aber wir können dann die anderen alle ringsherum wegracken. Ich denke mal, dass die Kanone ein bisschen effektiver sein wird wie der Bogen oder wie die Armbrust. Oder eine Spitzhacke oder ein Schwert oder sowas in der Richtung. Ich weiß, wir können nicht springen, wir sind so schwer und überladen. Er wusste mein Häuschen überhaupt. Lass dich runterplumpsen. Sehr schön. Okay, dann schmeißen wir erstmal hier ein bisschen was rein. Dann sollten wir eigentlich wieder laufen können. Okay, wir müssen zurück. Dreh dich! Sehr schön. Ah, kacke, in welche Richtung müssen wir denn jetzt? Ja, hieß so, glaube ich, in die Richtung ungefähr. Wenigstens, dass wir mal eine Wumme haben. Man muss dazu sagen, es ist meine allererste Wumme, die ich dann wahrscheinlich in diesem Game habe. Also ich habe noch nie vorher eine Wumme. Doch, ich hatte schon eine. Als wir den Surfer hatten, hatte ich ein Maschinengewehr. Stimmt, da habe ich auch gnadlos damit rumgeballert. Das war eigentlich auch ziemlich nice. Ey, es sieht aber hier auch alles so anders aus gerade.
War da immer diese Insel hier in der Mitte? Ist mir das nie aufgefallen? Freunde, wo ist mein Zuhause? Hier leuchtet Feuer. Hier muss. Ne, hier leuchtet kein Feuer. Freunde, wo ist mein Zuhause? Aber wir müssen viel weiter in die Richtung. Nein! Nein, wir dürfen nicht festhängen! Oh. Ach du Kacke, Freunde. Ich glaube, jetzt haben wir uns festgestackt. Kann ich hier vielleicht dieses Ding weghacken? Geh weg, Dodo! Ich hoffe, das funktioniert, Freunde. Nicht auf mein Boot, nicht auf mein Boot! Ey, der muss doch irgendwann kaputt gehen, das gibt's doch nicht. Ah! Jackpot! Okay, jetzt können wir weiterfahren. Gott sei Dank. Ey, Freunde, es ist mir noch nie passiert, dass ich mich hier in so einen Stein verpackt habe. Aber hier hinten ist doch unser Zuhause. Dann will ich mir definitiv eine Wumme herstellen und will mal taugen, will mal testen, was das Ding taugt gegen einen Trike. Und wenn es funktioniert, dann probiere ich das nämlich nochmal mit diesen. Freunde, aber irgendwie sieht die Map allgemein so ein bisschen anders aus. Dass der auch immer wieder auf diesen blöden Schrank zugreift. Freunde, es sieht alles irgendwie anders aus. Gab es hier ein Update oder liegt es tatsächlich nur in der Dunkelheit? Ich weiß es nicht. Aber es ist wirklich verblüffend. Okay, wir gehen jetzt hier kurz Inventar. Wir gehen hier unser ganzes Eisen reinlegen. Das nehmen wir mal mit. Hier legt man noch ein bisschen rein. Ah, wobei, wir sollten es vielleicht wieder splitten. Da geht es wieder ein Happen schneller. 50, 25 vielleicht. Ja, jetzt haben wir außen bestimmt wieder kein Holz drin, ne? Inventar öffnen. Da ist sogar noch Eisen drin. 45. Machen wir es so. Und. Ja, scheiße. Ach, wisst ihr was? Fuck it, dann gehen wir einfach beides reinlegen. Okay, das haben wir jetzt nicht gemacht. Wir bräuchten kurz ein Bäumchen. Ein Bäumchen, um die Schmelzöfen alle anzuheizen. Ah, ein was ist hier. Nein, komm schon! Ah, ein Glück. Wie ein Glück, dass wir hier diesen Stein abgebaut haben. Denn ich glaube, für die Hacke oder für die Axt brauchen wir nämlich auch Feuerstein. Hey, 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 hey. Alles cool. Wir brauchen mehr als genug Holz. Ich hätte mal so geschätzt, so grob 200 vielleicht. Sollte es vielleicht sogar schon reichen? Es probieren wir einfach mal. Wenigstens damit unsere ganzen Öfen hier so ein bisschen Zunder haben oder Holz, damit sie brennen können. Inventar öffnen. Einmal hier 52. Und Feuer entzünden. Hier machen wir das gleiche. Hey, hatten wir nicht vier Öfen? Also ich bild mir ganz stark ein, wir hatten vier Öfen. Okay, jetzt müssen wir leider ein bisschen warten, ne? Wie sieht's hier aus? 5. Ja, okay, das ist jetzt nicht gerade die Welt. Wir könnten aber schon mal mörsern. Inventar öffnen. Wir hauen hier einfach unseren ganzen Feuerstein rein. Und mörsern das ganze Zeugs hier durch. Brauchen wir Stein. Und Feuerstein. Scheiße, da haben wir die ganzen Steine weggeworfen. Dann müssen wir kurz nochmal raus ein paar Steinchen sammeln. Hey, ein Dodo! Brenn! Brenn! Kann ich das nicht mehr als Waffe? Oh doch, tatsächlich. Ah, hier ist ein Steinchen. Hier ist ein Steinchen. Sehr schön. Wundervoll, Freunde. Läuft wie am Schnürchen gerade. Wie viel haben wir jetzt? 30 Steine. Das war ein Ei. Zum Glück habe ich es nicht aufgehoben. Hier ist noch ein Ei.
für Munition. Ey, hier liegen ja überall Eier. Was ist denn hier los? Wie viele Dodos gibt es denn hier? Nicht, dass ich hier aus Versehen Dodo-Eier aufhebe und auf einmal von den ganzen Dodos hier gerackt werde. Okay, wir gehen zurück. Wir haben mehr als genug Stein, denke ich mal. So viel Feuerstein haben wir gar nicht. Okay, den nehmen wir noch mit, weil er gerade hier auf dem Weg gelegen war. Was ist das? Ach, das ist der kaputte Dodo. Okay, und voilà, dann gehen wir erstmal das Ganze hier zusammenmörsern. Wir brauchen hier Steine. Wie viel können wir jetzt hier machen? 80 Stück. Das machen wir auf jeden Fall mal. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie viel haben wir dafür gebraucht? 12, glaube ich, für die Munition. Waffen, Munition. 12 Schießpulver. Wir machen gerade 80, das heißt grob überschlagen. Oh, wir können nur 6. Ja, ungefähr 6 Munition herstellen. Aber ist es tatsächlich dann nur eines? Eine Munition oder ist es ein Magazin? Wird geschmiedet, im Gewehr genutzt. Okay, ich hoffe, das ist überhaupt die Munition. Hier können wir schon mal wieder das Eisen reinpacken. Da haben wir schon 9. Haben wir hier noch was drinnen? Ey! Da wollte ich jetzt... Hier wollte ich hin. Nein, die Kohle will ich nicht. Ah, es muss doch was, eine bessere Alternative geben, das wo wesentlich schneller einschmelzen kann. Oder macht ihr das auch so, dass ihr praktisch 10 Öfen habt und ja die nacheinander absammelt und abkrabbelt? Haben wir jetzt unser Schießpulver hergestellt, zufälligerweise? Tatsächlich. Dann legen wir das auch mal in die Werkbank. Und hauen hier das Metall rein. Das Schießpulver. Eigentlich sollten wir rein theoretisch jetzt schon Munition bauen. Metallbahn. Ja, aber ich habe doch hier Metallbahn. Schießpulver. Ich habe Zündpulver. Scheiße, wie mache ich denn Schießpulver? Habe ich jetzt was verkehrt gemacht? Schießpulver hier. Dafür brauchen wir Holzkohle und Zündpulver. Wie mache ich denn jetzt nochmal Holzkohle? Holzkohle, Holzkohle, Holzkohle. Ah, jetzt habe ich die ganze Scheiße drüben gedroppt, ne? Oder? Ja, wir sollten hier trotzdem noch ein bisschen drin haben. Wir brauchen das Schießpulver wieder oder das Zündpulver. Zündpulver. Muss ich ja tatsächlich alles absuchen nach... nach Holzkohle, aber da hat man hier eine ganze Menge drin. Das ist eigentlich ganz in Ordnung. Das sollte eigentlich schon reichen. Hier haben wir noch Kohle. Ja, ist immer gut. Das eine bringt so das andere mit sich. Das Eisen nehmen wir hier auch gleich noch mit. Haben wir schon wieder 8. Hier haben wir nochmal 4. Haben wir jetzt aus dem Ofen auch schon das Zeug geholt? Scheinbar nicht. Wir haben hier nur noch ein Metall drin. Was ist denn hier los? Da müssen wir dann... Ah, das ändern wir kurz. Im Hintersten haben wir nämlich, glaube ich, 90 Stück noch drin ungefähr. Okay, 73. Dann gehen wir hier mal die Hälfte rausnehmen. Effektives Arbeiten nennt man das. So, voilà. Okay, und jetzt könnten wir eigentlich... Schießpulver herstellen. So. Und alles herstellen. 82 Stück. Oh, scheiße, das war jetzt schon Schießpulver, ne? Ne, ja, tatsächlich. Das ist schon, wir haben Zement hergestellt. Inventar öffnen. Hier haben wir nochmal 40, 52 Stück. Freunde, es fehlt nicht mehr viel. Es fehlt nicht mehr viel. Aber das können wir hier auch doch rein. Brauchen wir sonst noch irgendwas, was wir vielleicht noch nicht haben? Munition, Nahkampf, Schusswaffen, Metallbahn, Holz haben wir, Tierhaut haben wir. Wir haben eigentlich sonst alles, was wir brauchen. Trotzdem lege ich die Tierhaut hier nochmal mit rein. Hier kommt schon wieder irgendwas. Aber es wird Tag. Sehr, sehr schön. Und den würde ich hier am liebsten racken. Aber ich weiß halt nicht, ob wir das zusammenbekommen. Dann packen wir mal unsere Fackel weg. Bevor die hier defekt geht. Nochmal 5. Ey, da ist doch gerade nochmal einer gekommen. 6 Stück. Ah, scheiße. 10. Vielleicht baue ich sogar echt noch ein paar mehr Öfen.
Ich glaube, wenn man Munition braucht, ist es, glaube ich, schon sehr von Vorteil. Moment mal. Aber schon wieder ca. 20 Stück. Ich denke mal, dass im Haus auch doch mal um die 4 Stück sein werden. Oh mein Gott, ich bin ein Genius. Was ist denn hier los? Was ist jetzt hier ausgegangen? Ah, wir haben Essen. 29 Mal. Haben wir aber sonst kein Metall mehr drinnen? Irgendwo? Hier ist eine Rüstung. Die sollten wir eigentlich schon fast rausschmeißen. Kein Metall mehr. Wir hätten hier noch ein Mörser, aber das braucht man nicht unbedingt. Hier mal Obsidian. Da haben wir auch nichts. Ich sollte vielleicht auch mal die Schränke beschriften. Das macht dann vielleicht ein bisschen mehr Sinn. Da muss man hier nicht die ganze Zeit die ganzen Schränke durchscrollen oder durchschauen. In den Kisten hier hinten, glaube ich, haben wir auch nichts. Ne, ein paar Perlen. Da können wir unsere vielleicht mit rein tun. Ich weiß noch nicht, für was sie gedacht sind. Und hier haben wir auch nichts drinnen. Okay, nicht so schlimm. Ist das schon fertig? Sehr schön, 82 Mal. So will ich das sehen. Und jetzt sollten wir aber jetzt rein theoretisch Munition herstellen können. Waffen, Munition, sehr schön. Wollen wir mal 12 Stück herstellen? Ich weiß nicht, ob es da noch reicht. Ach du Kacke, das sind halt nur 2 Patronen. Das heißt, wir haben 24... Nein, wir kriegen tatsächlich nur 12 Munition. Oh mein Gott, Freunde, das ist nicht viel. Sehr teuer. Aber an was hat es denn jetzt gescheitert? Es war tatsächlich jetzt am Schießpulver, oder? Waffen, Munition, Metallbahn. Aber wir haben doch hier noch 40 Stück. Ah ne, Schießpulver tatsächlich. Das heißt, wir brauchen wesentlich mehr Schießpulver. Schauen wir mal, ob wir hier ein bisschen was auf die Stelle organisieren können. Feuerstein brauchen wir. Ja, da fahren wir gleich noch ein bisschen Metall mit weg. Das ist auch sehr gut. Das geht ruckzuck, Freunde. Wundervoll, wundervoll. Schon 54, 55, 70, 60. Die Steine brauchen wir nicht unbedingt. Wir brauchen eigentlich nur die Kohle und das Metall. Die Kohle und... tatsächlich, ja. Nicht Kohle. Feuerstein und Metall. Okay, sehr schön. Das sollte doch schon, glaube ich, schon wieder fast reichen. Wollen wir noch ein... Einen Stein knallen wir noch weg, glaube ich. Dass wir vielleicht so 300 Feuersteine haben. 300 Feuersteine, dann nehmen wir den hier hinten. Der sieht so saftig aus. Die Steine müssen wir dann leider wegdroppen, denn mit denen können wir erstmal nichts anfangen. Aber ist euch aufgefallen, dass tatsächlich dieser Gigantosaurus, oder wie das Ding heißt, weg ist? Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Oh, ich habe dieser Trailer von diesem Primitiv Plus, oder wie dieses Game heißt, das neue, sieht der Trailer ja so mega nice aus. Aber ich habe gehört, dass sie noch relativ buggy sein sollen. Die Kisten sollen nicht funktionieren so. Deswegen habe ich mich dann, ja, habe ich mir gedacht, ja, werde ich es vielleicht jetzt doch nicht holen oder kaufen. Beziehungsweise es war ja kostenlos. Ich hätte es ja eigentlich mal ruhig antesten. Ah, scheiße, Moment mal. Wir brauchen das. Wir müssen erstmal. Ach, es waren noch ein Mörser. Das Mörsern, das Mörsern und das Mörsern. 120 Mal. Dann bräuchten wir wieder Kohle. Wir bräuchten Kohle. Hier haben wir nochmal 12. Hier haben wir nochmal Metall. Außen sollten wir auch noch ein bisschen Kohle haben. Hier haben wir auch nochmal Metall. Sehr schön. Oh, das war ein Leck. Das war ein Leck, Freunde. Hier ist nochmal... Wir haben... Warum haben wir kein Metall mehr? Das Ding muss definitiv schneller produzieren. Hier ist nochmal Metall. Hier ist nochmal Kohle. Ich habe immer gedacht, die Munition muss man hier auf diesem Ding bauen, also auf dieser Drehmaschine oder was auch immer das ist. Reicht schon fürs Gewehr? Nein, es reicht doch nicht. Komm schon, wie viel brauchen wir denn? 95? Schuss? Wir brauchen 95, haben nur 90. Wir hätten hier aber noch ein bisschen Eisen innen.
Okay, wir gehen hier mal kurz rein. Wir müssten jetzt wieder Schießpulver herstellen. Schießpulver, Schießpulver. Da brauchen wir... Warum können wir das nicht herstellen? Wir können nochmal 100 plus. Ach, weil unsere Slots voll sind. Unsere Slots sind voll. Schießpulver. Sehr schön. Öl haben wir hier auch noch. Öl haben wir gebraucht, um... Ah, ich weiß gar nicht, was. Leder. Leder und Öl, glaube ich, um Benzin herzustellen. Okay, der brutzelt hier scheinbar nicht ein einzelnes Eisen. Vielleicht, wenn wir die zwei zusammenlegen. Haben wir hier auch noch was drin? Hier haben wir, ach, das ist hier nochmal Eisen. Komm schon, wir brauchen doch drei Eisenblöcke. Oh, Freunde, das schreit nach Revenge. Das schreit nach Revenge. Revenge. Okay, das soll es gewesen sein. Wir legen das mal hier kurz rein. So, Waffen. Schuss. Voilà. Gegenstand herstellen. Wir probieren gleich, ob wir vielleicht noch... Ah, jetzt haben wir natürlich wieder keine Munition mehr. Wir brauchen mehr Crafting Speed. Inventar öffnen. Was nehmen wir denn? Wir nehmen mal Gesundheit. Jetzt passt auf, jetzt können wir bestimmt wieder die nächste krasse Kanone herstellen. Ein GPS brauchen wir ja auch noch. Haben wir irgendwas gelernt, was wir hier... Ne, ab Level 50. Welches Level sind wir? Wir sind Level 48. Wir brauchen mehr Eisen. Ich glaube, das wird hier der schwierigste Rohstoff jetzt auf einmal. Wobei wir relativ gut hier hinten haben. Ah, scheiße, egal was wir herstellen. Uns mangelt es jetzt ein bisschen leider an Eisen. Ja gut, vielleicht reichen die 12. Wir probieren es einfach mal gegen diesen Trike. Hier, und dann nehmen wir wieder Waffen, Munition. Wie viel können wir machen? Einen einzigen, sehr schön. Ja, voilà, und da haben wir 14. Aber auf der Werkbank oder in der Werkbank, da ist die Flinte. Oh mein Gott, jetzt wird's interesting, Freunde. Lädt er nur einen Schuss? Tatsächlich. Wollen wir es erstmal vielleicht etwas kleiner probieren mit dem Dodo? Rackbit! Oh mein Gott, ist das amazing! Holy shit! Wollen wir es bei der Schildi mal probieren? Oh mein Gott, ist das amazing! Ich weiß nicht, wie viel die aushält. Haben wir getroffen? Das waren jetzt 4 Schuss, glaube ich. Urek, Bitch! Oh mein Gott, Freunde, das ist ja amazing. Oh, wir finden hier auch gleichzeitig wenigstens ein bisschen Keratin und ein bisschen Haut. Ich weiß, das war jetzt absolute Verschwendung. Aber wir haben eine Schusswaffe. Wir gehen auf jeden Fall mehr Eisen holen. Wir probieren dann tatsächlich doch einen Shark zu tamen. Und wenn dann hier die anderen Sharks wieder kommen, dann gehen wir einfach hier wie wild um und schießen, ne? Finde ich auf jeden Fall schon mal sehr nice. Wir haben zwar etwas ganz anderes geplant gehabt, aber hey, wie es ist, ist es auf jeden Fall. Freunde, bedanke ich mich auf jeden Fall wie immer fürs Zuschauen. Bis dahin, macht's gut. Euer Wolfgang, bye bye.